Ich werde das Video nicht weiter gucken, wenn die Scheiße hier losgeht. Wenn wir jetzt darüber reden, also dann werde ich mir die Scheiße nicht mehr reinziehen. Das kannst du vergessen. Ja, also jetzt, wo ich es mir mit der einen Seite verscherzt habe, kann ich doch gleich auf der anderen Seite weitermachen. Ich glaube, dass sie eigentlich eine Base der Linke ist in Wirklichkeit. Also eine von diesen Linkskonservativen, die eigentlich in Wirklichkeit gar nicht linkskonservativ sind. Was diese Symboliken bedeuten und... Das ist, was mit dir passiert, wenn du keine gute Kapitalismusanalyse hast. Vielleicht seid ihr in den letzten Monaten über Videos wie dieses hier gestolpert. Hallo die Damen. Ich habe sie jetzt am Anfang direkt als weibliche... Ich finde das so lustig, dass das diese Enz-Frau ist. Persönlichkeiten angesprochen. Ich hoffe, das ist Ihnen jetzt nicht zu nahe gekommen. Cooler wäre es, neutral anzusprechen. Ja. Sie sind nicht zu nahe genommen, Sie haben diskriminiert. Ich habe diskriminiert? Ja. Damit ich es fürs nächste Mal besser weiß, sage ich was? Hallo, liebe Menschen. Hallo. Hallo, liebe Menschen. Dürfte ich Ihnen, euch eine Frage stellen? Wunderbar. Ja, genau. Mensch, so schnell kann man lernen, oder? Wer sich im Internet auskennt und Memes sowie Zeitgeschichte verfolgt, weiß, dass diese Person jene ist, die sich damals für das Gendern mit Enz stark gemacht hat. Ein Käufer und sein Einkaufskorb. Enz Käufens und Enz Einkaufskorb. Ich hatte sie damals auch. Jedes Mal, wenn ich zum Liner gehe, das ist so ein Möbelgeschäft, weiß nicht, ob ihr das in Deutschland kennt, dann gibt es einfach so diese Ständer, wo so Einkaufskörbe sind. Und ich muss jedes Mal so lachen, weil ich mir denke, Enz Einkaufskorb. Ja, es müsste man eigentlich drüber schreiben, Enz Einkaufskorb. Ja, es ist so lustig jedes Mal. Auch kritisch und zynisch in meinem Gender-Video erwähnt, da ich das Gendern mit Enz, genauso wie das Gendern mit Glottisschlag, für unsinnig und wenig zukunftsfähig halte. Hinzu kommt, dass die Person in diesem Video sagt, die Moderatorin habe sie mit der Ansprache »Hallo, die Damen« diskriminiert. Ja, Sie sind nicht zu nahe genommen, Sie haben diskriminiert. Ich habe diskriminiert? Ja. Was bei der freundlichen Nachfrage der Moderatorin doch eine recht harsche Antwort ist. Wenn man dann noch die absurde Eis-Ess-Situation, während man vor der Kamera interviewt wird, mit einbezieht, wirkt die Situation einfach grotesk und fast schon witzig. Ich muss auch zugeben, als ich den Clip das erste Mal auf Instagram Reels gesehen habe, habe ich auch gedacht, ach herrje, ja, die üblichen Verdächtigen mal wieder, was soll das mit dieser ganzen Wokeness noch werden? Auch als mir dieses Video hier das erste Mal vorgeschlagen wurde, musste ich unfreiwillig lachen. Fühlst du dich verantwortlich für das Leiden, was ihr Männer uns Frauen antut? Welches Leiden? Ist das eine ernst gemeinte Frage? Hast du nicht das Gefühl, dass wir leiden wegen Männern? Also du leidest jetzt wegen Männern? Jede Frau. Jede Flinterperson. Aber warum sprichst du für alle Frauen? Ich glaube, ich kann eher für alle Frauen sprechen als du. Aber woher willst du wissen, dass ich nicht auch eine Frau bin? Der Moderator setzt die Person nämlich mit einem großen Widerspruch, der in Woken-Theorien vorherrscht, praktisch schachmatt. Denn zum einen heißt es in Woken-Theorien häufig, dass erstens Geschlechter wie männlich und weiblich lediglich sozial konstruiert seien. Wer sich als Frau identifiziert, ist ab diesem Zeitpunkt eine Frau. Gleichzeitig sagt man aber zweitens, dass alle Männer von Natur aus privilegiert sind und in einem patriarchalen System quasi schon als Sexisten auf die Welt kämen. Genau diese zweite These scheint die interviewte Frau kurz vorher klarstellen zu wollen. Hast du nicht das Gefühl, dass wir leiden wegen Männern? Da sich der Moderator nun aber die dazu in Teilen widersprüchliche These 1 zunutze macht und sich spontan als Frau identifiziert, fliegt dieses Logikloch der Woken-Theorie krachend auf. Und das ist... Wow, endlich habe ich verstanden. ...ist für Zuschauer zugegeben amüsant. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich hier mal sitze und Humor erkläre. Naja, so auch für mich. Da bin ich ganz ehrlich. Ich fand das Video auf den ersten Blick amüsant. Und so kam es, dass ich mir die Accounts der beiden Creator, also ein Gollan und der Account vom Ketzer der Neuzeit, die übrigens auch sehr oft zusammendrehen bei Videos, mal genauer angeschaut habe. Naja, nach einigen anderen Videos war ich dann doch bitterlich enttäuscht. In einem meiner letzten Videos haben wir uns damit beschäftigt, wie sich manche Medien einer woken Twitter-Ideologie anzubiedern scheinen und damit den Diskurs vergiften. Dieses Video kam bei vielen meiner Zuschauer sehr gut an, hat aber auch viel Unmut produziert. Ich werde das Video nicht weiter gucken, wenn die Scheiße hier losgeht. Wenn wir jetzt darüber reden, dann werde ich mir die Scheiße nicht mehr reinziehen. Das kannst du vergessen. Okay. Ich bekomme seither einige komische Nachrichten aus gewissen Ecken des Internets. Und deshalb habe ich mir überlegt, ja, also jetzt, wo ich es mir mit der einen Seite verscherzt habe, kann ich doch gleich auf der anderen Seite weitermachen. Ich möchte heute mit euch über
Anti-Woke-Influencer reden. Und damit das am Anfang ganz klar ist, mit Anti-Woke meine ich nicht Leute wie mich oder viele andere Creator, die zumindest versuchen, Wokeness sachlich auf einer logischen Ebene im Sinne der Aufklärung zu kritisieren. So wie ich? Aber man sagt, dass ich Rechtspopulist bin. So eine Lüge. Ich meine einen anderen Teil des Internets, der meiner Auffassung nach Wokeness mit genau den Waffen zu schlagen versucht, die sie selbst nutzen. Aber ich finde, dass das einfach eine sehr wichtige Unterscheidung ist. Und das ist, was ich vorher erklärt habe. So, wo man Sarah Wagenknecht und AfD einfach sagt, das ist das Gleiche, weil sie das Gleiche sagen. Und Kritik an Woke ist Nazi, also ist jeder, der Woke kritisiert, Nazi. Nein, es gibt Kritik an Woke auch von links. Es gibt Kritik an Migration auch von links. Es gibt, das heißt, es ist sehr vereinfachend zu glauben, Kritik an Woke macht dich rechts oder an Migration oder an irgendwas. Das stimmt einfach so nicht. Die Argumente der Anti-Woken enthalten oft Fehler. Diskussionen werden stark geframed. An anderen Stellen gibt es eine gewaltige Doppelmoral. Und insgesamt führen diese Thesen einfach nur zu Spaltung. Und das möchte ich euch heute einfach mal anhand einiger Ausschnitte der eben genannten Influencer aufzeigen. Beispielhaft, denn diese beiden Influencer, das muss man als Disclaimer ganz klar davor sagen, sind auch einfach nur Beispiele. Es gibt viele andere Creator dieser Art, aber die beiden sind mit ihrem Gesicht zu sehen, sind sehr, sehr erfolgreich in dem, was sie machen und haben sehr, sehr viele Beispiele, deswegen die beiden heute im Fokus. Kann man aber natürlich auch auf andere Creator anwenden. Kapitel 1: Falsche Fakten und Fehler. Das allererste Thumbnail, welches mir sofort ins Auge sprang, als ich mir damals den Ketzer der Neuzeit genauer anschaute, war dieses hier. Bist du für die Trans-Agenda im Kindergarten? Und auf dem Thumbnail abgebildet ist eine Drag Queen mit dem Wort Kindergärtner? Fragezeichen. Dem aufmerksamen Zuschauer fällt vielleicht schon ohne das Video geschaut zu haben auf, dass eine Drag Queen tatsächlich keine Transperson ist. Drag ist eine abgewandelte Form der Travestie, also eine Kunstform, in welcher Darsteller bewusst mit humoristischer oder künstlerischer Absicht in die Rolle einer extravaganten Diva schlüpfen. Privat definieren sich Drag Queens aber sehr häufig trotzdem als Männer. Das ist, was ich mache, wenn ich den Stream abdrehe. Na, so beispielsweise Deutschlands wohl bekanntester Drag-Künstler Oliver Knöbel, aka Olivia Jones. Transpersonen hingegen sind keine Künstler, sondern meist Privatmenschen, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren. Häufig versuchen diese Menschen, in das andere Geschlecht zu transitionieren, um ihren Leidensdruck zu reduzieren. Bekannte Transpersonen sehen dann beispielsweise so aus. Man sieht ihnen häufig eben nicht mal an, dass sie trans sind, und sie machen auch meist keine großartigen Anstalten, dies künstlerisch über die Maßen zu betonen. Hier also von Trans zu sprechen und eine Drag Queen einzublenden, ist im ersten Schritt faktisch falsch. Hinzu kommt, dass in diesem Video Menschen auf der Straße befragt werden, wen sie lieber als Kindergärtner hätten. Hide the Pain Harold aus dem gleichnamigen Meme oder eben besagte Drag Queen. Eine solche Umfrage kann man natürlich machen, sie fußt aber überhaupt nicht auf echten Tatsachen. Bei dieser Drag Queen handelt es sich nicht um eine Kindergärtnerin. Das Foto stammt aus einer einmaligen Lesung in der Michelle Obama Neighborhood Bücherei in 2017, 2 Wochen vor Halloween. Dementsprechend trug auch nicht nur die Drag Queen Xoxymochi zu diesem Event eine extravagante Verkleidung. Nein, auch die Kinder waren eingeladen, verkleidet zu kommen. Also, hier geht es nicht um Transgender und hier geht es nicht um Kindergärten. Meinen Sie, das Thema Transgender, LGBTQ, Sexualität, ist das ein Thema direkt für den Kindergarten oder ist das zu früh? Auch das Thema sehe ich hier nicht gegeben. Zwar wurde das Foto teilweise in der Presse, wenn man das überhaupt als Presse bezeichnen kann, so geframed. Tatsächlich handelt es sich aber auch hierbei um Fake News. Drag Queen liest Kindern ein sexuell explizites Buch vor, ist faktisch falsch. Das Buch, was hier gezeigt wird, ist in keinster Weise sexuell explizit, nicht mal im Ansatz. Also auf den gezeigten Seiten steht wortwörtlich, es ist okay, einen Wurm als Haustier zu haben. Und
Es ist okay, stolz auf dich selbst zu sein. Ich habe das Buch mal recherchiert und was soll ich sagen? Es ist einfach ein Buch, das Kindern aufzeigen soll, dass es okay ist, anders zu sein und nicht mal in irgendeiner Weise sexuell anders zu sein. Nein, nein. Hier wird gezeigt, dass es zum Beispiel okay ist, im Rollstuhl zu sitzen oder dass es okay ist, große Ohren zu haben. Ich glaube, ich habe in den letzten 5 Jahren nichts gesehen, was unproblematischer ist als das. Wir sehen also kleine Fehler und die Suggestion durch Wörter wie Trans und Kindergärtner zeichnen die Idee von einem Problem, welches zumindest in diesem Video überhaupt keine faktische Grundlage hat. Ja, das ist eine Tatsache. Also wir haben ja früher hier auch immer wieder auf die Ketzer der Neuzeit Videos reagiert und ich habe dann irgendwann damit aufgehört, weil ich angefangen habe so zu merken, dass sehr viel von dem, was er macht, Clickbait ist und dass sehr viel von dem, wie er also da sich benimmt, extrem gestaged und gepusht ist. So, dass es eigentlich gar keinen, es gibt all das nicht, was er behauptet, aber dennoch tut er so, als wäre das eine Realität. Wisst ihr, was ich meine? Und das finde ich absolut nicht gut. Ja. So, er sagt auch so, ja, mich hat Antifa angegriffen, keine Ahnung, und dann schaust du dir das an und er wurde nicht angegriffen oder solche Sachen, ja. Also so, wo ich mir gedacht habe, na, okay, und dann habe ich irgendwann komplett aufgehört, das zu schauen, weil es war dann im Endeffekt nur solche Videos. Noch weniger faktisch fundiert wird es in dem Video »Wie Musik unsere Kinder ruiniert« von Ein Gollan. Hier geht es um die Musikindustrie und wie sie unsere Kinder negativ beeinflusst. Und schon mal an der Stelle ein kleiner Einschub von mir, weil sich das durch dieses gesamte Video ziehen wird. Natürlich kann man grundsätzlich darüber diskutieren, welchen Einfluss es zum Beispiel auf Jugendliche hat, wenn in Musikvideos dauernd mit viel Geld, mit schön freizügigen Frauen und mit Drogen geprahlt wird. Da bin ich die Erste, die da sehr fleißig Kritik üben würde. Schwierig wird es, wenn in eine eigentlich berechtigte Debatte... Ja, aber über solche Sachen regen sie sich komischerweise nicht auf, ne? Irrationale und absurd emotionale Theorien mit eingewebt werden, für die es keine faktische Grundlage gibt. So geht es im besagten Video auf einmal um den Symbolismus der Freimaurer. Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber wenn wir uns genauer mit dem Symbolismus beschäftigen, dann haben wir Symboliken, die zum Beispiel auch von Freimaurern verwendet werden. Die esoterische Bedeutung der Symboliken, die gezielt von eingeweihten Menschen, die darüber Bescheid wissen, was diese Symboliken bedeuten. Und das ist, was mit dir passiert, wenn du keine gute Kapitalismusanalyse hast. Ja? Diese ganzen Leute, die sehen, dass da draußen was abgeht, sie sehen, dass sich Leute verschworen haben, sie sehen, dass da irgendwas hinter verschlossenen Türen geht und dann statt einfach zu analysieren, ja, es geht um Kapital, es geht um Macht, es geht um Geschäftsbeziehungen, es geht um Wirtschaft und hin und her, gehen sie dorthin und sagen, wow, das sind Satanisten und in Wirklichkeit trinken sie Kinderblut und bababa und weiß nicht was. Ja? So, was absolut schwachsinnig ist halt, weil das ist nicht, wie Macht aufrechterhalten wird, indem du, es kann sein, dass es irgendwelche Clubs gibt oder dass es so irgendwelche Orden gibt oder so Leute, die zusammengehören zu gewissen Dings, das gibt es sicher, da, keine Frage, natürlich, selbstverständlich. Aber ich glaube nicht, dass das so wichtig ist. Ja? Das heißt, selbst wenn ein Kapitalist ein Satanist ist, kommt seine Macht nicht von Satan, sondern von dem Kapital, das er hat. Ja? Das ist einfach das, was man halt begreifen muss. Ja? Und dass, wenn er Entscheidungen trifft und irgendwas macht, macht er das nicht wegen seinem Satanismus, sondern wegen seinem Kapital. Ja? Das ist, man muss das verstehen, was von was kommt. Auch für Auswirkungen haben können, das sind Menschen, die diese Symboliken gezielt einsetzen. Quelle, vertrau mir, Bruder. Also es werden zwar Quellen angegeben, aber keine, die auch nur in irgendeiner Form ganz genau das belegen, was im weiteren Video von sich gegeben wird. Es gibt Symboliken, die jeder von euch da draußen schon mal gesehen hat und jeder kennt, zum Beispiel die Pyramide oder das allsehende Auge. Ich höre schon die Menschen, die jetzt sagen würden, hä, aber vielleicht ist das Zufall und jetzt ist es irgendwie cool, ein Peace-Zeichen zu zeigen oder so und so eine Geste zu machen und ja. Kennt ihr das, wenn Paul McCartney kommt und dieses Zeichen macht und sich hinsetzt? Ja, das ist ja auch sehr wichtig, so in solchen Kanälen, das unterlegen sie dann so mit Musik, so dumm, 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 dumm.
Ja, und dann kommst du einfach auf diesen Kanal und dann so, oh, wurden die Pyramiden aus Mehl gebaut? Ja, weil die Leute suchen nach Antworten. Sie sehen einfach, dass draußen Scheiße abgeht, das verstehe ich. Und dann suchen sie halt nach Antworten und dann finden sie so einen Shit und sagen so, oh, vielleicht ist da mehr dahinter. Vielleicht kommen Videos mit halbnackten Frauen auch einfach besser an. Da möchte ich ganz klar sagen, klar, auch auf jedem Werbeplakat kommen halbnackte Frauen besser an. Finde ich aber immer noch besser als halbnackte Trans. Falsches Thema. Es kann aber kein Zufall sein, dass jeder Künstler, jeder Musiker aus Deutschland, Amerika die gleiche Symbolik verwendet und das in jedem Video. Stars wie Madonna, Eminem, Bob Dylan, David Bowie. Ja, da kommt jetzt auch dieses mit dem Auge, gell? Oder? All diese Stars und die haben da alle mitgemacht. Wait a minute! Also als eine Person, die gefühlt die komplette Diskografie von Eminem auswendig kennt, kann ich mit Fug und Recht behaupten, what the fuck? Nein, also um mal nur ein paar Beispiele zu nennen, weder in diesem Video, noch in diesem, 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 kommt derart Symbolik oder Nacktheit vor. Aber wahrscheinlich bin ich selber schon gebrainwashed von den Mainstream-Medien und der Musikindustrie. So, und jetzt kommen vermutlich wieder die Leute, die auch unter dem Böhmermann-Video kommentiert haben. Ja, ist doch völlig normal, dass Leute mal Fehler machen oder sich mal im Ton vergreifen. Du suchst dir ja auch wirklich völlig gezielt einfach nur konkrete Beispiele raus, die es da gibt und hackst dann da drauf rum. Leute, in meinen Videos seht ihr vereinzelte Beispiele, damit ich meine Videos nicht auf Spielfilmlänge ziehen muss. Aber wenn ich solche Beispiele bringe, dann sind das eigentlich nie Einzelfälle. Und bei den beiden YouTubern, die wir heute thematisieren, ist das ebenfalls der Fall. Ich kann fast blind auf ein Video klicken und permanent finde ich kleine Fehler oder Fakten, die nirgendwo begründet werden. Und komischerweise sind diese Unsauberheiten in diesen Videos immer nur zugunsten des eigenen Narrativs. Hier im Video Ich bin rechts zitiert ein Gollan einen Artikel über sie und Influencer-Kollegen, in welchem Folgendes steht. Es geht direkt volle Kanone los mit einem Zitat. Wir werden so degeneriert und abgefuckt über die Ideologie, die uns gebrainwashed wird. In Klammern steht cis, also dass es eine männliche Person gesagt hat, finde ich jetzt unnötig, dass da rein... Da steht nicht cis. Aber gut. ...zu schreiben, weil damit wird ja auch ein Zitat verfälscht, weil er hat ja nicht gesagt, reingebrainwashed in Klammern cis wird. Er hat das nicht gesagt, also sollte man es vielleicht entweder hintersetzen oder man lässt es einfach, ja? Wir lassen es einfach. Ja, nee. Das SICK steht nicht dafür, dass die Person cis ist und das Magazin ihr dieses Label aufdrücken wollte. SICK steht beim Zitieren dafür, dass die zitierte Person ein Wort benutzt hat, welches es in der deutschen Sprache nicht gibt, nämlich reingebrainwashed. Das ist grammatisch falsch, also SICK. Und das ist jetzt doppelt peinlich, wenn man da jetzt dem Magazin einen Strick... Aber steht SICK nicht eigentlich dafür, dass man, wenn es einen Fehler gibt, sage ich mal, dass klar gemacht wird, dass der Fehler so gesagt wurde von den Leuten und beziehungsweise dieser seltsame Ausdruck, den man irgendwie denken könnte, dass ein Fehler kennzeichnet, aber nicht unbedingt ein Fehler, sondern eine Abweichung von der Norm. Ja, muss ja kein Fehler sein, weil reingebrainwashed stimmt schon so. Rausdrehen will, wenn man sich selber häufiger über den Verfall der deutschen Sprache beschwert. Wenn ich dann Stanislavski Faust oder irgendwas lese, dann lese ich das und ich sehe die Bilder. Stanislavski ist Faust? Hammer. Ist das dieser, kennt ihr noch die Serie Faust? Wo ist der? In Hamburg oder wo der ist? Das gab es immer bei uns im Fernsehen. Hat das irgendjemand von euch geschaut? Noch nie gesehen? Mordkommission Faust. Dieser Faust. Das ist auf jeden Fall Faust, falls ihr es nicht kennt, ja.
Wie die Menschen damals schreiben konnten, das würden wir alle hier nicht mehr hinkriegen. Und es ist so eine Farbe und es ist so schön. Und dann laufe ich durch Berlin und sehe dann an jedem zweiten Haus einen Regenbogen fahren und irgendwelche gegenderten Werbeplakate und denke mir, gut, wo sind wir jetzt gelandet? Haben Richtig. Sie ja auch eben gesagt, dass Sie schon gut. mal Erfahrungen mit der Cancelung auf, da haben wir schon wieder die Anglizismen, auch nochmal ein ganz anderes Thema. Congratulations, you played yourself. Aber da würde ich jetzt eigentlich schon vorweggreifen zum Kapitel Doppelmoral. Also noch ein anderes Beispiel. Ich bin ja auch ein Freund von Veganismus, daher hat mich spontan auch dieses Thumbnail hier angesprochen. In diesem Video geht es um karnivore Ernährung. Und auch hier sehen wir mal wieder ein schönes Beispiel für dahingestellte Tatsachen, die kaum begründet werden. Da ich dann zum Ende, nach 4,5 Jahren vegan, richtig massive Milchprodukt-Cravings hatte und Fisch-Cravings, habe ich mir dann beim Bauern rohe Eier gekauft und die dann tatsächlich auch roh getrunken. Und ich hatte direkt innerhalb von wenigen Sekunden so ein gutes Körpergefühl, Eier! Dass es für mich Beweis genug war, wie gesund einfach tierische Lebensmittel sind, wenn sie aus einer guten Haltung kommen. Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Ja, das ist anekdotische Evidenz. Also wenn ich mir ein Kilo Zucker mit Koffein reinkippe, dann geht es mir danach auch blendend. Bedeutet aber gesundheitlich überhaupt nichts. Und auch solche Sätze hier. 10 Tage lang. Ja. Nur Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte und Honig. Und ja, wenn nicht roh, dann wird das Ganze mit Butter statt mit Gift, aka pflanzlichen Ölen gebraten. Werden einfach in den Raum gestellt. Ohne Studienlage, ohne Erklärung. Also nochmal, wir können... Was? Pflanzliche Öle sind Gift? Hä? Sehr gerne kritisch darüber diskutieren, wie gesund oder ungesund der Verzicht auf tierische Produkte ist. Auch hier bin ich... die erste, die das kritisch hinterfragen würde. Aber dann doch bitte mit ein wenig mehr Grundlage als dem persönlichen Wohlbefinden. Und um jetzt noch ein letztes, komplett spontanes Beispiel zu zeigen, was ich eben gerade erst hier beim Durchklicken gefunden habe. In diesem Video wird ein RTL-Format als Beispiel für sexuelle Verrohung eingeblendet und danach wird dieser Satz gedroppt. Wir leben in einer Zeit, in der wir selbst mittags am helllichten Tag nicht mal mehr den Fernseher für unsere Kinder anmachen können, denn ja, dort voll. Können sie auch nackte Brüste oder andere Körperteile sehen. Also Bock auf mehr mit ihm habe ich jetzt nicht. Ich habe ihn ja jetzt einmal gehabt, fand's ganz nett so. Da kannst du eigentlich den Fernseher aus dem Fenster schmeißen. Ich meine, wir zahlen immer noch alle die GEZ-Gebühren und bezahlen dann den ganzen Spaß da auch noch. Ja, also wäre mir neu, dass Temptation Island und Co. jetzt auf den Öffentlich-Rechtlichen laufen? Ich glaube, da wäre mein Opa vor Schreck schon aus dem Fernsehsessel gekippt. Also die sexuelle Verrohung von Privatsendern wäre ja fast sogar schon ein Argument für die Öffentlich-Rechtlichen. Aber lassen wir das. Im gleichen Video wird auch dieses Buch hier eingeblendet. Papi, hast du ein Baby im Bauch? Und dazu dann das gesagt. Zum Glück kommen aber auch ganz wunderbare Kinderbücher auf den Markt, wie zum Beispiel Papi, hast du ein Baby im Bauch? Papi kann kein Baby im Bauch haben, weil Papi nicht schwanger werden kann. Die Frau kriegt das Kind und nicht Papi. Papi hat kein Baby im Bauch. Naja, wenn man mal 3 Sekunden recherchiert hätte, wüsste man, dass es in diesem Buch genau darum geht. Nämlich, dass Papi kein Baby im Bauch haben kann. Papis Bauch ist etwas dicker, weil er vielleicht gerne isst und das Kind wurde durch eine Leihmutter gezeugt. Aber diese Recherche hätte wahrscheinlich nicht ins Framing gepasst. Kapitel 2. Framing. Framing passiert ja meist noch ein wenig unterbewusster als das, was ich euch eben in den Beispielen gezeigt habe. Beim Framing gibt es keine grundsätzliche... Ja, ich meine, Einwollern ist wirklich... Weil sie sind irgendwie so, die Einwollern und der, wie heißt der Ketzer, die sind einfach, also Ketzer auf jeden Fall ist hochreligiös, also so richtig, richtig, so mit in Kirche gehen und alles. Und ich glaube, dass er da so Vorurteile hat, die er dann einfach versucht, irgendwie mit seinen Videos reinzuframen, ja, um seine Interessen besser dastehen zu lassen. Dass man den Zuschauer durch zum Beispiel emotionale Wortwahl, das Weglassen von Informationen, starke Bilder oder Übertreibungen zu einer Sache überzeugt. Um euch Framing besser aufzuzeigen, gehen wir mal 2 Einleitungen von Videos vom Ketzer der Neuzeit konkret durch. Ich stoppe dann immer und schalte mich ein, denn es sind häufig nur kleine Nebensätze, die man beim beiläufigen Gucken
einfach überhören würde. Video 1, in dem ich die Einleitung bemerkenswert fand. Aber eine Sache muss man sagen, und das ist sehr wichtig. Diese Influencer könnten gar nicht diese ganzen Geschichten machen, wenn die Leute, mit denen sie reden jedes Mal, nicht so fucking lost wären. Das ist sehr wichtig, das zu verstehen. Ist das Video Ich konfrontiere die größte LGBTQ-Party der Welt. Und das Ganze geht so los. Willkommen zu meinem wohl verstörendsten Drehtag seit Anbeginn meiner Arbeit. Das würde ich als Priming bezeichnen. Der Zuschauer wird schon mal darauf vorbereitet, dass das Kommende jetzt extrem krass sein wird, wenn der YouTuber es hier schon so betont. Wenn also dann gleich die ersten Interview-Ausschnitte kommen, könnte man als Zuschauer schon dazu geneigt sein, den Interviewten besonders skeptisch gegenüberzustehen. Willkommen zu meinem wohl verstörendsten Drehtag seit Anbeginn meiner Arbeit als Typ auf YouTube, der eine Meinung vertritt, die vor 30 Jahren noch als gesellschaftlicher Konsens galt. Das würde ich als klassisches Framing bezeichnen und es ist natürlich total generalisiert. Was genau meint er damit? Ich denke, er bleibt hier bewusst vage, damit jeder Zuschauer genau das an dieser Stelle rein interpretieren kann, was ihm persönlich passt. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Gendern mit Glottisschlag denke, ja, dann könnte ich auch sagen, da habe ich vielleicht eher die Meinung, die vor 30 Jahren Konsens war, nämlich, dass man so nicht gendern muss. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel an die Akzeptanz von homosexuellen Paaren in der Gesellschaft denke, dann habe ich, glaube ich, nicht die Meinung, die vor 30 Jahren Konsens war. Darüber hinaus muss man sagen, dass der Bezug auf die Vergangenheit eines der bullshittigsten Argumente im Bullshit-Bingo der logischen Fehlschlüsse ist. Das Traditionsargument ist zwar einfach, bringt aber niemanden in einer Debatte weiter. Also es ist dieses typische, ja, also vor so und so vielen Jahren hat man es ja auch nicht gemacht, wieso muss man es jetzt machen? Wir machen das so und so, weil haben wir schon immer so gemacht. Wenn wir uns allein auf dieses Argument als Menschheit immer berufen hätten, dann würden wir wahrscheinlich heute noch mit Speeren jagen und in Höhlen leben. Weil haben wir ja schon immer so gemacht. So, dann geht's ins Video. Hier werden dann Leute interviewt. Über die Interviewtechniken könnte man eigentlich quasi nochmal ein komplettes, gesondertes Video machen. Hierzu verweise ich gern auf eine Analyse von meinem YouTube-Kollegen Biased Skeptic. Er spricht gegen Ende viel über zum Beispiel Suggestivfragen, aber auch logische Fehlschlüsse, die in diesen Straßeninterviews zu finden sind. Kommen wir zum Intro und somit auch Video 2 mit dem Titel Sollte Abtreibung nach der Geburt legal sein? Another more accurate terminology. Warte mal, nach der Geburt Abtreibung? For a fetus is a parasite. Ja, starke Bilder. Mehrere Dinge habe ich hierzu zu sagen. Es geht im... Naja, ein Fötus ist ein Parasit, also falsch ist das nicht. Ne? Es ist ja richtig. Es ist ein Fremdkörper, der in deinem Körper deine Nährstoffe frisst und durch dich wächst. Ja, ist ja nicht per se falsch. Gesamten Video auch um die klassische Abtreibungsdebatte. Also der Titel ist hier natürlich so ein bisschen edgy, aber es wird eben auch generell über Abtreibung gesprochen. Daher muss ich zum Intro sagen. Erstens, ein Fötus ist kein Baby. Dass man das hier gegenüberschneidet mit emotionaler Musik, ist quasi Framing nach Lehrbuch. Zweitens, der Typ in dem eingeblendeten TikTok sagt, ein Fötus sei ein Parasit. Ist das nicht eher ein Symbiont? Guter Punkt. Kann durchaus sein, ja. Ich bin für Abtreibung in 22 Jahren. Parasit, was natürlich auch... Wie soll ich sagen, ein massiv verdrehtes Argument von der Gegenseite ist. Aber gewisserweise wird es hier vom Ketzer der Neuzeit schon in den ersten Sekunden als potenzielles Gegenargument und ich würde fast sagen als Strohmann etabliert. Was meine ich damit? Also ich denke, ein riesiger, großer Teil der Pro-Choice-Anhänger, also Menschen, die sagen, Abtreibung sei den Personen, die betroffen sind, freigestellt, würde das vermutlich niemals so formulieren wie dieser Typ in diesem TikTok. Solche Aussagen von komplett abgereisten Leuten ins Intro zu schneiden, framet den Zuschauer aber schon mal in Richtung, oh, guckt mal, das sind die Argumente der Gegenseite. Schau mal, wie plemplem die sind. Okay, weiter. Cool hätte ich es gefunden, wenn sie auch so Kasper und Schlomo analysiert hätte und Martin Sellner und solche Leute.
cannot use another person's body without weil ja gut, okay, ja, na. Their permission. Ja. Jetzt werden hier ältere tanzende Kinder mit sentimentaler Musik gezeigt. Ist halt hochgradig emotional. Emotionalität ist aber bei einer Debatte um Abtreibung, wo wir teilweise über biologische Prozesse in Zellen diskutieren, nicht immer angebracht. Man kann sich natürlich entscheiden, diese emotionale Komponente auch mit in die Debatte reinzunehmen. Wenn man das aber tut, sollte man die Emotionen vielleicht auch auf beiden Seiten berücksichtigen. Sprich, man hätte hier zum Beispiel im Intro auch einen Abschiedsbrief von einer Mutter vorlesen können, die sich suizidiert hat, weil sie schwanger von einem Vergewaltiger war und nicht abtreiben durfte. Um es einfach mal ganz drastisch als Gegenbeispiel zu zeigen, damit ihr versteht, wie ich das meine. Also, wenn man nur auf einer Seite so super emotional wird... Sie hat die dich genommen, weil die ohne Gesicht auftreten, hat sie am Anfang gesagt. Aha, ach so. Ach, das habe ich nicht mitbekommen. Würde ich das auch als Framing bezeichnen. A fetus is literally a parasite. Like it is sucking the life from a mother. Yeah. Every single day. Like. Gleiches Prinzip wie am Anfang. Da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Aber dann geht es ins Video mit einer absolut absurden These. In dieser Folge. Zwei australische Ethiker fordern in einem Aufsatz auch die Tötung von Neugeborenen zu erlauben. Provozieren damit heftige Reaktionen. Also hier wird ein super überzeichnetes Ereignis als Einstieg genutzt, à la schau mal, also so weit könnte es kommen. Diese schwarz-weiße Ding hat sie von mir geklaut. Wenn man Abtreibung legalisiert. Das ist jetzt meine persönliche Interpretation. Im späteren Verlauf des Videos wird diese Aussage auch noch von dem YouTuber süffisant mit den Worten My body, my choice kommentiert. Fordern in einem Aufsatz auch die Tötung von Neugeborenen zu erlauben. Provozieren damit heftige Reaktionen. Die Tötung von Neugeborenen. Denn my body, my choice. Was ja eigentlich ein Slogan aus der Pro-Choice-Bewegung ist. Das hat aber überhaupt nichts mit dem zitierten Aufsatz zu tun. Und ich will und muss da jetzt nochmal einen Deep Dive machen, weil das auch ganz schön aufzeigt, wie eng Framing mit dem Weglassen von Informationen zusammenhängt. Und wie eng es somit auch mit Kapitel 1 verknüpft ist. In dem genannten Aufsatz, der übrigens von 2013 ist, also mittlerweile über 11 Jahre alt und auch damals schon heftig kritisiert wurde in der breiten Masse, geht es darum, ab wann ein Fötus oder Baby eigentlich eine Person ist und so ein wenig um die Frage, Moment mal, wenn wir Kinder bis kurz vor der Geburt abtreiben können, warum dann nicht nach der Geburt? Besonderes Augenmerk wird in dem Aufsatz auf Kinder mit starken Behinderungen gelegt. Denn, das muss man dazu wissen, in einigen Ländern darf man Föten mit starken Behinderungen, also zum Beispiel jene, die nach der Geburt eh nur noch ein paar Wochen überleben würden, bis kurz vor der Geburt abtreiben. Und auch in Deutschland gibt es zum Beispiel Sonderregelungen, was den Abtreibungszeitraum betrifft, sofern ein Kind eine größere mentale Belastung für die Mutter, nämlich zum Beispiel durch eine starke Behinderung, darstellt. Die Ethiker stellen also hier auch mal die hypothetische Frage in den Raum, Moment mal, was ist denn, wenn diese starke Behinderung erst bei der Geburt auftritt, zum Beispiel durch Sauerstoffmangel? Oder wenn diese starke Behinderung erst nach der Geburt festgestellt wird? Was ist da der Unterschied zu ganz, ganz kurz vorher und ganz, ganz kurz nachher? Man könnte gerade die ersten Sätze dieses Aufsatzes wohlwollend sogar als abtreibungskritisch bezeichnen, wenn man es nämlich unter der Prämisse betrachtet, warum unterscheiden wir eigentlich bei Abtreibung zwischen gesunden und kranken oder behinderten Kindern? Und warum ziehen wir als Begründung für eine spätere Abtreibung die mentale Belastung der Mutter heran? Ich würde, um das einmal gesagt zu haben, diesem Aufsatz trotzdem nicht zustimmen. Und ich finde einige Passagen darin, besonders die Schlussfolgerung, absolut fragwürdig. Aber es ist eben auch nur ein einziger älterer Aufsatz von zwei Ethikern, die sich einfach mal ein bisschen Gedankenexperimente im, ja, etwas abgereisteren Spektrum gemacht haben.
Das ist genauso, wie die Rechten jedes Mal diesen einen, ich habe vergessen, wie er heißt, hernehmen, um zu erklären, dass es den großen Austausch gibt und dass das tatsächlich auch so umgesetzt wird. Ich habe vergessen, das ist dieser Seenotretter, der gesagt hat, wir werden euch austauschen oder so. Es ist so, die haben so den einen Dude und dann laufen sie herum und tun so, als wäre die ganze Welt so drauf. Und das ist für mich persönlich keine Grundlage für eine ausgewogene oder faire Diskussion. Vor allem, wenn man mit diesem Aufsatz so undifferenziert eine Passantin konfrontiert, die weder die Hintergründe kennt, noch den Aufsatz gelesen hat, noch überhaupt in irgendeiner Art und Weise Experte auf diesem Gebiet ist. Weil genau, und die reagiert dann damit so, ja, puh, das klingt schon schlimm. Und dann hat man das Gefühl, dass die Mehrheit der Leute eh auf ihrer Seite steht, aber desinformiert wird. Im Zuschauer scheint dieses Framing aber trotzdem zu wirken. Das hier ist einer der Top-Kommentare unter dem Video. Wenn ich überhaupt schon höre, dass eine Abtreibung nach der Geburt diskutiert wird, verliere ich langsam echt den Glauben an die Menschheit. Einfach krank. Danke für deine Videos. Mach weiter so. Das sind mir die Liebsten, ey. Und hier sieht man halt, wie wunderbar es geklappt hat, diesen einzelnen absurden Aufsatz von 2013 zu nutzen, um Menschen aufzuwiegeln. Also ist nicht jedes Video irgendwie Framing? Ich weiß nicht, ich finde dieses Video von ihr ist jetzt nicht unbedingt Framing, oder? Also ich kann ja jetzt auch sagen, oh, also 2018, da hat ein Forscher der University of Oxford, der es anscheinend witzig fand, untersucht, was passieren würde, wenn die Erde durch ein gleiches Volumen dicht gepackter, aber unkomprimierter Blaubeeren ersetzt würde. Also wenn ich das überhaupt schon höre, dass das mit den Blaubeeren überhaupt diskutiert wird, also da verliere ich ja langsam echt den Glauben an die Menschheit. Einfach krank. Ihr versteht den Vergleich hoffentlich. Kapitel 3. Doppelmoral. Doppelmoral ist das einfache Wort für das, was ich im Folgenden anhand von Beispielen aufzeigen möchte. Vielmehr geht es eigentlich um Logiklöcher, die mir in der Argumentation besagter Influencer auffallen. Als Doppelmoral bezeichne ich es deshalb, weil konsequente Logik von jenen YouTubern meiner Auffassung nach immer nur dann angewendet wird, wenn es der eigenen, meist stark rechtskonservativen Position zuträglich ist. Oft werden sehr starke Prämissen für die anderen gesetzt, die dann aber später für die eigene Argumentation nicht mehr gelten. Was meine ich damit? Hier mal ein konkretes Beispiel. Wir bleiben beim Thema Abtreibung. Im Video Eure Kinder werden queer, /Abtreibung, ist ein Golan auf dem Marsch des Lebens, also einer Demonstration von Pro-Life-Aktivisten. Die sind größtenteils gegen Abtreibung. Als Zuschauer wird auch schnell klar, dass ein Golan und ihr Kollege mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Ansicht teilen, dass Abtreibung eben nicht gut sei. Dies stützen sie unter anderem auf den christlichen Glauben, aber auch auf die Idee, dass Abtreibung Mord ist. Jetzt gibt es ja hier viele Christen, die dann sagen würden, ja, aber dann hätte man vielleicht vorher drüber nachdenken sollen, mit wem man dann eine sexuelle Beziehung und eine Verbindung eingeht, wo dann ein Kind stehen kann. Aber ihr würdet dann kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr das Kind irgendwo umbringt? Fakt ist, ob wir es uns jetzt sagen wollen oder nicht, irgendwo bringen wir dann wahrscheinlich doch das Kind um, weil es hätte ja dann auch irgendwann ein echtes Lebewesen, ein Mensch sein können. Alleine über diese Grundannahme kann man definitiv streiten. Ich sehe das komplett anders. Das ist aber in diesem Fall hier gar nicht mein Punkt. Wenn ein Golan jetzt logisch konsequent wäre, dann würde sie diese Grundannahme und dieses Argument jetzt für jegliche Art von Schwangerschaft anwenden. Tun sie und ihr Kollege aber nicht. Wir können jetzt sagen, okay, ich bin pauschal gegen Abtreibung, ist bei mir auch erstmal so, aber ich glaube, man sollte schon noch Luft lassen für ein, zwei Ausnahmefälle, ja? Also wenn ich mir jetzt als Frau vorstelle, okay, ich würde jetzt vergewaltigt werden, also so für das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, und daraus wird dann sogar im schlimmsten Fall noch ein Kind entstehen, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen würde. Ja, und da muss man vielleicht. Ja, ich muss sagen, ich bin generell auch gegen die Abtreibung, aber in so, genau, ein Gollum, so einem seltenen Fall wie zum Beispiel eine Vergewaltigung, da wüsste ich auch nicht, wie ich da als Frau reagieren soll. Wahrscheinlich könnte ich es dann am Ende doch nicht übers Herz bringen, aber naja, so ist es. Das macht logisch einfach keinen Sinn. Also du kannst nicht in deiner Argumentation immer dich auf das gottgegebene Kind berufen, dessen Abtreibung Mord sei, und das alles als Prämisse nutzen, warum eine Frau eben nicht entscheiden darf, selbstständig abzutreiben. Dann aber sagen, ja Moment mal, aber wenn das Kind durch eine Vergewaltigung entstanden ist, ja, dann sollte man das doch können. Warum ist es dann kein Mord mehr? Das Kind kann ja in der Theorie nichts für die Vergewaltigung. Warum steht die Entscheidungsmacht der Frau jetzt in diesem Fall doch wieder über dem gottgegebenen Leben des Kindes? Also versteht ihr, was ich meine? Ich teile diese beiden Prämissen nicht von Gott gegeben und Mord. Aber wenn man diese Prämissen als Grundannahme hat, dann ist danach zu sagen, ja, Moment mal, bei Kindern, die durch Vergewaltigung entstanden sind, ist es anders, logisch komplett inkonsequent. Da ist es logisch, konsequenter zu sagen, was auch ich. Ja, es ist auch Doppelmoral, wenn ihnen scheißegal ist, wenn irgendwelche Menschen sterben, die schon geboren sind. Ja? Wenn Menschen verhungern, wenn Menschen getötet werden in irgendeiner Form, das ist ihnen scheißegal, das ist halt so. Ja?
aber so, hey, lass den fucking Fötus in Ruhe, Junge. Ja. Aber spannend, schau mal, 2800 Dislikes, uiuiuiui, da hat sie wohl reingetroffen, ne? Sagen würde, nee, Abtreibung ist nämlich kein Mord und daher darf man alle Schwangerschaften bis zu einem gewissen Zeitraum bzw. Entwicklungsstand des Embryos oder der Zellen abtreiben. Ein weiteres schönes Beispiel finden wir in diesem Clip. Hier geht es um Transpersonen, deren Lebenssituation mit denen von Magersüchtigen verglichen wird. Ja, ich finde den Vergleich, der jetzt kommt, zwar hart, aber irgendwo fair, nämlich mit Magersucht. Du hast eine psychische Störung, wo du sagst, okay, du bist viel zu dünn, obwohl du 43 Kilo wiegst und sagst jetzt, okay, ich muss unbedingt Fett verlieren. Dann müsste man jetzt sagen, ja, okay, du identifizierst dich als noch dünner, so nach dem Motto, dann können wir dir jetzt eine Fettabsaugeoption anbieten. Das würde man natürlich nicht machen und genauso ist es ja auch bei Menschen, meiner Meinung nach, mit einer Geschlechtsidentitätsstörung. What the fuck? Dieser Vergleich ist halt auch logisch überhaupt nicht stringent, zumindest wenn wir den aktuellen Stand der Wissenschaft zu Rat ziehen. Zunächst einmal ist Wissenschaft. Welche Wissenschaft? Okay. Ist eine der Prämissen falsch. Also eine magersüchtige Person hat eine Essstörung und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine Wahrnehmungsstörung, was den eigenen Körper betrifft. Betroffene Personen sehen sich eben häufig dicker, als sie in Wirklichkeit sind. Bei einer Transperson hingegen ist die Wahrnehmung des eigenen Körpers meist nicht gestört in dem Sinne, als dass sie ihren Körper anders wahrnehmen, als er ist. Im Gegenteil, gerade bei Personen mit Geschlechtsdysphorie wird ja ganz klar wahrgenommen, dass man zum Beispiel ein Geschlechtsteil besitzt, mit welchem man sich nicht wohlfühlt. Hinzu kommt, dass auch die Konsequenz der beiden im Video verglichenen Situationen nicht gleich ist. Wird einer magersüchtigen Person noch zusätzlich Fett abgesaugt, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass diese Person durch diesen Eingriff stirbt. Wird eine Geschlechtsangleichung bei einer Transperson vorgenommen, ist dieses Risiko alleine durch die OP schon mal deutlich geringer. Und es gibt auch eine hohe Zahl an vermutlich richtig diagnostizierten Transpersonen, die nach dieser Operation eine extrem verbesserte Lebensqualität verspürt. Man kann jetzt natürlich wissenschaftlich auch mal hier reingehen, genauer ins Thema und darüber diskutieren, wie ist das eigentlich bei Geschlechtsangleichung? Das haben wir jetzt noch nicht so lange. Gibt es da Langzeitstudien? Gibt es da vielleicht auch Komplikationen, Probleme oder Herausforderungen? Man kann auch über Fehldiagnosen reden und so weiter. Das darf man diskutieren, natürlich. Aber dieser einfache Vergleich mit Magersucht, sorry, der hinkt. Und gerade wenn man sich die aktuelle Lage der Wissenschaft anguckt, dann würde ich sogar behaupten, der hinkt komplett. Also der ist falsch. Kapitel 4, Spaltung. Konservativ zu sein. Das ist in erster Linie etwas Wertneutrales, wenn man das so sagen kann. Es ist eben eine Weltanschauung, die stark an Tradition und der Bewahrung der gewohnten gesellschaftlichen Ordnung interessiert ist. Im Volksmund bezeichnet man diese konservative politische Einstellung auch gerne als rechts, weil eben diese Art Parteien, vereinfacht gesagt, meist auf der rechten Seite des Parlaments sitzen. Das war zum Beispiel schon früher in Frankreich so. Meiner Meinung nach ist es völlig okay und absolut legitim, wenn sich Menschen über ein gewisses Thema Gedanken machen und dann zu dem Schluss kommen, dass sie diesbezüglich konservative Ansichten haben. Wo es für mich komisch wird, ist, wenn das konservative Weltbild vorbestimmt, welche Gedanken man zu einem gewissen Thema haben wird. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich führe es nochmal aus. Wisst ihr, dieser Part des Videos ist jetzt wirklich nur private Meinung. Als ich die ersten Clips vom Ketzer der Neuzeit und von Ein Gollan in die Timeline gespült bekommen habe, also diese viralen, die ich euch am Anfang gezeigt habe, die ich ja auch in Teilen witzig fand, da habe ich gedacht, okay, das kann jetzt in zwei Richtungen gehen. Entweder das sind junge, erwachsene Leute, die wirklich richtig kritisch eigenständig denken und somit die ein oder anderen logischen Fehlschlüsse von woken Ideologien aufdecken. Was, ja, generell wunderbar ist, kritisch denkende Menschen, die auch logisch konsequent handeln, das ist eine tolle Bereicherung für den Diskurs. Und ja, aber das sind diese Rechten sind immer so kritisch bis zu einem Punkt und ab da dürfen sie nicht weiterdenken. Ja? Genauso ist es bei den Pseudolinken. Es ist genau das Gleiche. So kritisch, 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 aber bei einem gewissen Punkt nicht mehr. Ja. Oder aber, das könnte jetzt auch passieren, wenn ich mir die Videos von denen genauer angucke, es sind vielleicht einfach nur Ideologen von der anderen Seite. Was meine ich damit? In den USA gibt es, vereinfacht gesagt, seit weit über 100 Jahren zwei politische Lager. Da dort in der Praxis aufgrund des Wahlsystems quasi nur zwei politische Parteien um die Mehrheit konkurrieren und darum kämpfen, wer den Präsidenten stellt. Die Democratic Party auf der einen Seite, die Republican Party auf der anderen. Dementsprechend ist es in den USA häufig so, auch natürlich total vereinfacht gesagt, dass sich die beiden Parteien der Democrats und Republicans in ihren Ansichten
konträr gegenüberstehen. Denn wenn die eine Partei die eine Meinung zu Thema XY abbildet, dann ist es ja einfach nur sinnvoll, dass die andere Partei sich um die Wählerstimmen der gegenteiligen Meinung bemüht. Manche gehen sogar so weit zu sagen, dass CNN und Fox News genau diese beiden politischen Lager medial nochmal reproduzieren und verstärken. Und das alles bildet sich natürlich auch in der Gesellschaft ab. Es gibt stark progressive Strömungen, welche in Wokeness gipfeln können, und wiederum stark konservative Strömungen, welche in Anti-Wokeness gipfeln. So bezeichne ich die beiden Seiten jetzt einfach mal. Für mich wären extrem konservative Ansichten von US-Amerikanern, beispielsweise die radikale Ablehnung von Abtreibung jeglicher Art, das Verfechten von Fleischkonsum um jeden Preis, die Missbilligung von Ehe und Familie für homosexuelle Paare, der Protest gegen Veränderung der Sprache oder das Hochhalten von Tradition und Religion. Da komme ich jetzt auch nicht einfach so drauf, das ist einfach, wenn man sich ja zum Beispiel republikanische Politiker in den USA anguckt, was die öfter sagen und wie die zu gewissen Themen stehen. Und auf der anderen Seite, wenn man sich Democrats anguckt, wie die eher zu gewissen Themen stehen. So, warum mache ich überhaupt diesen ganzen Exkurs? Worauf will ich hinaus? Wenn jetzt jemand in... Ja, das ist eins zu eins übernommen aus Amerika halt. Ne? Deutschland. All diese amerikanischen... Aber die andere Seite ist genauso. Right-Wing-Ansichten oder ein Großteil dieser Ansichten wie eine Blaupause übernimmt, dann hat das für mich immer ein ganz komisches Geschmäckle. Wisst ihr? Erzähl das den He-Hims. Auch ich sehe zum Beispiel Dinge wie das Gendern kritisch oder halte nichts von Frauen- oder Diversitätsquoten in Unternehmen. Das könnte man als konservative Ansichten bezeichnen. Auch wenn ich persönlich der Überzeugung bin, dass ich meine Position hierzu rational und liberal begründen könnte. Ich glaube, dass sie eigentlich eine Base der Linke ist in Wirklichkeit. Ja, also eine von diesen Linkskonservativen, die eigentlich in Wirklichkeit gar nicht linkskonservativ sind. Auf der anderen Seite halte ich zum Beispiel überhaupt nichts von diesem übermäßigen Fleischkonsum, den es in unserer Gesellschaft gibt. Ja, die Wokis und Blokis importieren den Kulturkampf aus den USA, ja. Und das wird halt dazu führen, dass man hier auch diese Spaltung in zwei Lager veranstalten wird, AfD und die Grünen, ja. Und ich bin auch der Meinung, dass Frauen bis, ja, zumindest irgendwie ungefähr der 14. Woche uneingeschränkt das Recht auf Abtreibung haben sollten. Und ich glaube, ich bin damit nicht alleine. Also nicht mit diesen konkreten Ansichten zum Thema Abtreibung oder whatever. Nein. Aber ich glaube, in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Menschen, die bei dem einen Thema eher konservative Ansichten und bei dem anderen Thema eher progressive Ansichten haben. Wenn man das überhaupt politisch so einordnen will. Denn wie gesagt... Ja, sie ist eher progressiv. Ja, wir sind eigentlich eher alle progressiv. Aber heute wird unter progressiv verstanden, dass du das tust, was dem Kapital dient. Ich halte das für konservativ, actually, ja. Wobei ich sehr stark unterscheide zwischen konservativ und traditionalistisch. Ja. Man kann auch durch andere Dinge zu einer... Weil eigentlich sind die Wokies konservativ. Wenn wir konservativ betrachten, als was bedeutet konservativ, es bedeutet machterhaltend, ja, machtkonservierend, dann sind die Wokies eigentlich diejenigen, die die Macht erhalten. Und ich betrachte es nicht als konservativ, dass man sagt, ein Kind braucht eine stabile Familie. Das ist nicht konservativ. Zwischen Einstellungen zu einem Thema kommen. Außerdem haben wir in Deutschland zum Beispiel auch den Luxus, zwischen mehr als zwei Parteien wählen zu können. Und wir sind laut Reporter die ach so progressive Lisha Joy. Ohne Grenzen Alicia in der Rangliste der Pressefreiheit immerhin 24 Plätze vor den USA. Was ist also das Problem, was ich bei Kanälen wie den eben kritisierten sehe? Das Problem ist, sie locken mit logischen und witzigen Videos. Man kann nämlich zum Beispiel die Wokeness zu Recht als Ideologie enttarnen, Widersprüche aufzeigen oder absurde Auswüchse dieser Theorie ins Lächerliche ziehen. Allerdings gehen diese Creator meiner Auffassung nach weiter, so dass am Ende, so empfinde ich das, jegliches Streben nach weniger Sexismus, nach weniger Diskriminierung und nach mehr Vielfalt als irgendwie lächerlich abgetan wird. Darüber hinaus werden Ideen geteilt, die genauso logisch inkonsistent sind wie jene, die sie in anderen Clips auf der Woken-Seite scharf kritisieren und enttarnen. Sofern sich die Ideen und Theorien aber im rechtskonservativen Spektrum befinden, wird auf einmal mit viel weniger Rationalität, mit viel weniger Logik oder Wissenschaftlichkeit gemessen und meistens auch viel mehr Framing angewendet. Was mich persönlich vermuten lässt, dass die guten Argumente gegen Woke vielleicht nur gut auswendig gelernt sein könnten. Denn ganz ehrlich... Absolut, genau das sind sie, ja. Es ist einfach eins zu eins übernommen und rationales Denken ist da nicht wirklich... Ja. Ehrlich, wer kognitiv dazu in der Lage ist, und das ist ein hohes Niveau, ein Logikloch in der Debatte um Gender wirklich ad hoc in dem Moment zu enttarnen,
der müsste eigentlich auch in der Lage sein zu verstehen, dass es eben nicht exakt das Gleiche ist, einer magersüchtigen Person Fett abzusaugen oder einer Transperson eine geschlechtsangleichende OP zu ermöglichen. Ich habe es in meinem ZDF-Magazin Royal-Video gesagt und ich werde es... Vielleicht versteht er das ja auch, aber er vergleicht das bewusst, weil er ein Problem damit hat, ja. Heute wieder sagen. Die also, Alternative, vielleicht redet er etwas, wo er es eigentlich besser weiß. Die Alternative zu woke ist nicht rechts oder anti-woke. Die Alternative zu woken und zu anti-woken Ideologien sind Wissenschaftlichkeit, Rationalität und wirklich ergebnisoffener Diskurs. Lösungsvorschlag. Bitte geht jetzt nicht hin und hatet blind unter den von mir besprochenen Profilen. Erstens, das habe ich auch schon am Anfang gesagt, sind es zwei stellvertretende Beispiele von ganz, ganz vielen. Und zweitens haben wir uns ja eben damit beschäftigt, dass man jede Aussage, jede These und jede Äußerung einzeln bewerten kann. Und sollte. Mein Wunsch ist immer, dass ihr als meine Community versucht, medienkompetent zu bleiben und euch nicht von irgendwelchem Lagerdenken beeinflussen lasst. Dass ihr aufmerksam werdet, dafür zu verstehen, welche Annahmen eine Person hat und welche Schlüsse sie daraus zieht. Ob diese Schlüsse logisch oder unlogisch sind und ob ihr diese teilt oder nicht, je nachdem, welche Annahmen ihr habt. Obwohl das hier keine Verdachtsberichterstattung ist und ich es juristisch nicht machen müsste, habe ich ein Gollan und Ketzer der Neuzeit, wie auch dem Magazin Royal in dem damaligen Video, die Möglichkeit gegeben, zu einigen der wichtigsten Aussagen in diesem Video Stellung zu beziehen. Die Antwort von Ketzer der Neuzeit blende ich euch jetzt ein. Ihr seid frei, das Bild anzuhalten und das Ganze zu lesen. Ein Gollan hat mir nicht geantwortet. Wenn ihr jetzt noch was zu diesem Thema loswerden wollt... Warte mal, was? Der quatscht nur an den Fragen vorbei, da ist nichts Relevantes drin, ja. Ist mir egal. Schreibt es gerne in die Kommentare, aber bleibt rational. Abonniert diesen Kanal unbedingt, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bitte, bitte, das hilft mir, mehr Leute zu erreichen. Und außerdem habt ihr dann den Vorteil, dass wir uns auch wiedersehen. Beim nächsten Mal. Davon gehe ich hart aus.